Wir werden heute uns mit Pop-Art beschäftigen. Habt ihr schon eine Ahnung, was Pop-Art ist? Also Pop-Art ist eine Stilrichtung aus den USA, auch Großbritannien hat sich auch was entwickelt, 50er, 60er Jahre. Und Pop-Art hat sich entwickelt als Gegenstück von abstrakten Expressionismus. Also Pop-Art war von Anfang an klar, es wird keine Tiefe geben, es wird sehr oberflächlich sein und sehr plakativ. Und die Farben waren meistens sehr primär als Grundfarben, die drei Farben, aber wir werden natürlich alle Farben verwenden. Und also Pop-Art, charakteristisch für Pop-Art ist, dass es dunkle Kante hat immer. Die Gegenstände haben eine dunkle Kante und innen drin sind ja immer die sehr, sehr farbige, bunte Flächen, aber ohne Übergänge. Es hat nichts Plastisches an sich, deswegen wirkt das so plakativ und sehr oberflächlich eigentlich. Und Pop-Art-Künstler hatten die Themen meistens im Konsumbereich, so wie Dose zum Beispiel von Andy Warhol. Andy Warhol ist ja der größte Vertreter. Und er hat auch diese Marilyn Monroe, er hat es nicht gemalt, das ist mehr so Siebdrucktechnik. Aber wir werden heute malen. Und ich habe euch gebeten, eure Bilder mir zu schicken. Und die meisten haben eigene Bilder geschickt. Ich habe eine. Du hast, genau, du hast David Bowie mir geschickt und du hast deinen Sohn. Und was habe ich jetzt gemacht? Zum Beispiel, das ist ja das Bild von Anna. Sie hat so ein Bild geschickt, ein wunderschönes Bild. Und ich habe ja dieses Format 50-70 geschrieben. Das heißt, ich habe das bearbeitet und das Gesicht vergrößert. Und so eine Schablone gemacht. Ja? Ich habe die Kanten ausgeschnitten. Wenn man das ausschneidet, muss man sehr aufpassen, dass Innenteil nicht rausfällt. Deswegen, hier habe ich so diesen Halt. Und drinnen auch muss man sehr, sehr aufpassen. So, wenn du einen Fehler machst, dann irgendwas fällt raus und dann hast du es nicht mehr. Und guck mal, trotzdem erkennt man, dass es da ist. Ne? Mhm. Und das könnt ihr zu Hause auch machen, wenn ihr euch mit Porträtmalerei beschäftigt. Einfach Fotos machen, dann im Photoshop bearbeiten, dass man hauptsächlich die Kanten lässt. Nur die Kanten lässt, keine Übergänge. Und dann schneidet ihr das aus, vergrößert ihr und habt ihr schon eine schöne Vorzeichnung.